Neuere Erkenntnisse und Forschungen aus der Ethnopharmakologie, die ich betreibe, vorzustellen. Ich hatte vorhin gesagt, und das möchte ich nochmal wiederholen, die richtige Wortwahl ist vom LSD zu den Pflanzen der Götter und Göttinnen. Denn durch dieses Molekül sind Leute wie ich in meiner Generation überhaupt erst darauf gekommen, dass es sich lohnt, über die Inhalte dieser Erfahrung weiter hinauszudenken und zu überlegen, was machen wir damit? Und was machen wir damit? Und was machen Leute, die vielleicht eine lange heidnische, ungebrochene schamanische Tradition haben, mit ähnlich wirksamen Stoffen? Was machen die damit? Was können wir von diesen Menschen lernen? Und was können die von uns lernen? Und was können wir alle davon profitieren? Das sind die Fragen, die mich interessieren. Und ja, das ist halt ein Bild aus einem Labor. Wie die Erforschung der Pflanzen der Götter anfängt. Das kleine Pflänzchen, was man dort sieht, ist der Yohimbe-Baum, der normalerweise unsichtbar ist, irgendwo aus Afrika stammt, der Indol-Alkaloide enthält, also Wirkstoffe, die mit dem LSD nah verwandt sind. Ja, jetzt zeige ich mal etwas so aus der Küche zu Hause, aus dem Küchenlaboratorium. Das sind Pflanzen, die alle darauf warten, pharmakognostisch genauer untersucht zu werden und die alle sehr vielversprechende Inhaltsstoffe haben, die ich bei verschiedenen Reisen und Forschungsabenteuern in Nord-, Mittel-, Südamerika, in Südostasien, Zentralasien und einigen anderen Orten gesammelt habe. Es gibt noch viel, viel mehr, als wir bisher denken. Und für diejenigen, die schon mein Buch gesehen haben, die Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen, das ist ja schon ziemlich dick geworden. Ich habe inzwischen die doppelte Menge und wenn das weiter so geht mit der guten Zusammenarbeit zwischen Ethnologen, Pharmakologen und Schamanen aller Welt, werden wir bald ein dreibändiges Werk daraus machen können. Eine der größten Fragen, die eigentlich im Rahmen dieses Kongresses von Interesse ist, ist LSD nun ein synthetisches Laborprodukt, ein Zufallsprodukt aus der Retorte, oder ist es ein Teil der Natur? Und zwar ein Teil des Universums, in dem wir alle leben, von dem wir alle abhängig sind, von dem wir alle ein Teil sind und das wir alle zusammen bilden. Und die Frage ist seit mindestens 20, 30 Jahren, wenn es LSD als Naturstoff gibt, wo können wir ihn finden? Und ich möchte einige Möglichkeiten heute hier darstellen, wie das möglich wäre. Und ich hoffe, dass sich einige Chemiker, Pharmakognostiker, Pharmazeuten, Pharmakologen unter uns befinden, die Lust haben, in das Forschungsprojekt LSD als Naturstoff einzusteigen. Ich hatte vorhin schon die Ololiqui-Pflanze oder das Stabentum genannte Pflanze erwähnt und aber nur kurz den schamanischen Gebrauch oder die schamanische Bedeutung gestriffen. Dieses ist eine altmexikanische Darstellung aus Tepantitla, das ist bei Teotihuacan im Hochland von Mexiko. Dort gibt es eine wunderbare Anlage mit zwei großen Pyramiden, die sehr bekannt sind als die Pyramide der Sonne und die Pyramide des Mondes. Verbunden sind diese Pyramiden durch die Straße der Toten oder der Ahnen. Und man schreitet diese Straße entlang, um sich mit den Ahnen zu verbinden. Das klingt für uns etwas merkwürdig, aber in modernere Sprache übersetzt heißt das eigentlich, uns auf den Weg zur Erinnerung zu begeben. Alle Schamanen und Schamanen, die ich in den letzten 30 Jahren persönlich kennenlernen durfte, haben alle gesagt, es ist ja toll, dass du kommst, um von uns zu lernen, aber habt ihr nicht auch eine eigene Tradition?
Dann sage ich, ja, die haben wir, aber die ist vor ungefähr 1000 Jahren angefangen worden zu zerstören und zu unterdrücken. Ja, aber ihr müsst doch so etwas haben wie Zauberpflanzen oder Zauberpilze. Dann sage ich, ja, haben wir. Ja, dann benutzt die, kopiert nicht unsere Rituale. Und dann dachte ich, ja, irgendwie haben sie recht. Wir können nicht ein amazonisches Ritual oder ein Ritual aus dem Himalaya transponieren in unsere Welt, es imitieren und zu einem Brauch verkommen lassen. Denn ein Brauch ist ein sinnentleertes Ritual. Wir können aber etwas lernen. Wir können lernen von den Schamanen und Schamanen, die noch auf dieser Welt leben, dass wir versuchen, über den Weg der Erinnerung an die Stoffe, an die Rituale zu kommen, die zu unseren kulturellen Wurzeln führen. Und wir haben in der germanischen Mythologie ein wunderschönes Modell, das am zentralen Baum des Universums, dem Weltenbaum Yggdrasil, das an dessen Wurzeln der Brunnen der Erinnerung sprudelt. Wer aus diesem Brunnen trinken möchte, wird die Welt erkennen. Und so wie es in der Mythologie geschah, es war ein Gott, in Norddeutschland nennen wir ihn Wotan, weiter in Skandinavien heißt er Odin, der war der Gott der kosmischen Ordnung, der das Universum, so wie er es vorgefunden hat, durch Riesen und ähnliche Wesen erschaffen, kreiert, ordnen musste. Er musste ein Arrangement herstellen zwischen den verschiedenen Wesen, sozusagen Friedensverträge schaffen, so dass wir alle gemeinsam in den verschiedenen Welten leben können, ohne uns gegenseitig zu zerstören und ohne unsere Eigenschaften, die für manche Wesen negativ sind, in dieser Form auch ausleben. Deswegen ist Wotan der Gott der Forscher, der Gott der Schamanen, der Gott der kosmischen Ordnung. Sein Symbol ist der Speer, geschnitten aus dem Weltenbaum. Und dieser Speer zeigt die Zentrierung und zeigt, jeder Mensch, jedes denkende Wesen, jedes empfindende Wesen ist das Zentrum des Universums. Wir dürfen nur nicht davon ausgehen, dass wir ein wichtigeres oder dass ich ein wichtigeres Universum bin als die vielen Universen, die hier sitzen. In der germanischen Mythologie, die eine rein schamanische Weltsicht offenbart, ist auf Partnerschaftlichkeit ausgerichtet. Wir müssen uns, so wie wir uns mit unseren Nachbarn arrangieren, mit allen Wesen arrangieren, mit allen Kulturen. Und wir können das am besten dadurch, dass wir uns auf uns selbst besinnen und in unserer eigenen Erinnerung forschen. Was Wotan getan hat, um die kosmische Ordnung zu erschaffen, war, er ist zu dem Brunnen gegangen, der am den Wurzeln des Weltenbaumes sprudelt, der von einem Riesen, einem weisen Riesen behütet wird. Wotan hat gesagt, ich möchte aus dem Brunnen der Erinnerung trinken, ich muss alles wissen, denn ich muss dafür sorgen, dass dieses Universum zu einem Kosmos wird, der wie ein Juwel die Menschen, Tiere, Pflanzen, Lüfte, Steine in Harmonie bringt. Diese Geschichte habe ich mindestens schon 100 Mal erzählt, in Ecuador, in Peru, in Kolumbien, in Mexiko, in Nepal und so weiter. Und alle Schamanen und Schamaninnen haben gesagt, ihr braucht uns nicht, ihr braucht eure Erinnerung. Das Einzige, wofür ihr uns braucht, ist, euch zu helfen, zu erinnern. Deswegen kommen wir gerne und geben euch Ayahuasca. Deswegen geben wir euch gerne Zauberpilze. Und wir zeigen euch, wie wir damit umgehen, dass nichts passiert, was nicht gewünscht ist. Wir können euch zeigen, wie wir mit diesen Objekten, mit diesen Substanzen umgehen können, so dass jeder Mensch, der sie nimmt oder damit in Berührung kommt, etwas für sich Wertvolles darin erkennen kann. Und sie sind alle der Meinung, jeder Mensch ist absolut für sich selbst verantwortlich und damit selbstverantwortlich für das Zentrum des Universums, selbstverantwortlich für das, was er an Pflanzengeistern oder Wirkstoffen, egal wie wir das nennen, in sich hineinnimmt, um
Anteil an allem zu haben. Und deswegen finde ich diese Darstellung wunderschön, die aus dem alten Mexiko kommt. Das ist jetzt kein germanischer Weltenbaum, aber es ist die kosmische Nabelschnur. Es ist die spirituelle Verbindung, die jeder Mensch, jedes einzelne hier sitzende Universum mit dem Rest des Ganzen hat. Und das klingt alles so einfach. Es ist in gewisser Weise auch einfach. Wenn man einen Geburtshelfer, wie sich Schamanen und Schamanen gerne sehen, bei der Seite hat, die einem zeigen, wie man mit diesen Dingen gewinnbringend, nützlich umgeht. Für sich selbst, für seine Familie, seine Gemeinschaft, seine Kultur, für die Welt, für alle lebenden Wesen. Und zu allen lebenden Wesen gehören wir genauso wie jeder Stein, jeder Strauch, jedes Tier, jeder Vogel, jeder Wind, jeder Stern. In der schamanischen Welt ist alles lebendig und verbunden ist alles durch ein Netz kosmischer Nabelschnüre, die die Pforten öffnen, wenn man die Pflanzen der Götter und Göttinnen in einer Weise einnimmt, dass sie einem nicht schaden, sondern nützen. Und dass sie einem schaden können, wissen wir alle. Dass sie einem nützen können, wissen wir auch alle. Was wir nicht immer wissen, ist, wie wir einen Schaden abwenden können, so dass er sich in einen Nutzen wandelt. Ein Schamane in Amazonien oder in Mexiko, der nimmt denjenigen, der Erkenntnis möchte, der aus dem Brunnen der Erinnerung trinken will, mit in diese Welt und er benutzt oder sie benutzt Gesänge, um diesen Menschen, der diese Substanz genommen hat, in seine tiefsten Höllen zu stürzen, alle Traumata zu begrüßen, sie kennenzulernen, die Ängste, die Furcht, alles kennenzulernen, bis zum allerletzten, bis zur Selbstaufgabe, was wir heute vielleicht Ego-Tod nennen würden. Nun, das passiert vielen Menschen, wenn sie zufällig mal in einen Kuhfladen mit Pilzlis drauffallen oder LSD nehmen, das passiert vielen, aber sie bleiben oft angstverschreckt in dieser persönlichen Hölle oder persönlichen Pein oder Not. Nun, die Schamanen in Amazonien, in Mexiko, in Nepal haben Gesänge, Zaubersprüche, Methoden, nach dieser furchtbaren Erfahrung von all dem Schrecken und Furcht und Angst, was in einem schlummern kann, dahin zu kommen, es zu transzendieren und in das Licht gebracht zu werden. Der Schamane oder die Schamanin sieht genau, was mit jedem einzelnen Menschen los ist. Und wenn dieser Mensch dem Schaman oder der Schamanin erlaubt hat, in sie einzugreifen, dann kann er sie durch die Hölle in den Himmel führen. Und das ist das, was wir von den Schamanen aller Länder dieser Welt, die es noch gibt, lernen können. Den Weg zurück, den Weg ins Licht. Und was wir auch lernen können ist, und was ich also oft in Amazonien erlebt habe, wenn jemand 5 Stunden lang auf Ayahuasca seine Seele aus dem Leib gekotzt hat, sich gegrillt und zerstückelt und zermartert und getötet fühlt, dann darf man nicht aufhören. Dann muss man am nächsten Abend wieder Ayahuasca nehmen, weil dann kommt die Belohnung für den Gang durch die Hölle, nämlich die Reise ins Licht, in den Raum, der persönlich die Bedeutung und den Sinn des Lebens enthüllt auf eine nonverbale Weise. Bitte behalten Sie dieses Bild der kosmischen Nabelschnur in sich. Vielleicht, wenn man keinen Schaman zur Hand hat und trotzdem Pilze nimmt, kann man sich daran erinnern, es gibt irgendwo diese Schnur, an der können wir uns hochhangeln und aus allem, was uns bedroht, erschreckt, wieder befreien. Nun, das ist nochmal die Pflanze. Ich wurde eben in einer kurzen Pause mehrfach gefragt, ja, was nimmt man denn nun von den Pflanzen und so weiter?
Ich habe das alles beschrieben. Ich habe ein tausendseitiges Werk verfasst. Alle technischen Details für die Anwendung dieser Pflanzen finden sich darin. Aber es finden sich auch die Warnungen, bei welchen Pflanzen es besser ist, die Finger davon zu lassen oder sie den Schamanen zu überlassen. Es gibt sichere Substanzen, die untoxisch sind und die in fast allen Probanden Euphorie, Selbsterkenntnis, Erleuchtung erzeugen. Und davon haben wir eine Substanz, das Zentrum dieses Kongresses, das Molekül, was uns alle hier zusammengebracht hat. Das Molekül, was uns zusammengebracht hat, ist LSD. Und LSD ist ein Mutterkornalkaloid, was zunächst in Pilzen gefunden wurde. Als Albert Hofmann dann diese Zauberwinde, die Ololiqui oder Starbentum, die Edelsteinkordel chemisch untersucht hat, die Samen untersucht hat, hat er die gleichen oder dieselben Moleküle gefunden wie im Pilz. Als er auf einem phytochemischen Kongress darüber berichtet hat, da ist er noch ausgelacht worden, weil alle sagten, das kann nicht angehen, dass Wirkstoffe aus Pilzen in Blütenpflanzen vorkommen. Aber es kann nicht nur angehen, es ist so. Und als Wissenschaftler ist man nur dann ein Wissenschaftler, wenn man auch ein Mystiker ist. Das ist ein Zitat von Albert Hofmann selbst. Und wenn man nicht glaubt, was die Chemiker einem sagen, dann kann man immerhin noch seinem eigenen Geschmack, seinem eigenen Appetit, seiner eigenen Intuition trauen und vielleicht mal an solchen Pflanzen sich erproben, ob man den Weg zum Kosmos findet, zu sich selbst, zu den großen Fragen. Diese Pflanze, wie die Maya eben diesen schönen Namen der Edelsteinkordel gegeben haben, ist eine Liane, die wächst bis 60, 70 Meter, bekommt sehr dicke, verholzte Stämme, die sehen oft aus wie versteinerte Schlangen, deswegen wird es auch Schlangenkraut genannt. Die Schamanen der Maya in Yucatan heute, die benutzen diese Pflanze zum Heilen, zum Wahrsagen, um Menschen, die in Not sind oder die leiden, die krank sind, zu helfen. Wenn ein Mensch in einem Maya-Dorf krank wird oder sich schlecht fühlt, nicht weiß, was los ist, immer Pech hat oder ihm ist sein Lieblingstruthahn entfleucht oder was auch immer geschehen ist, geht diese Person zu dem Schamanen. Bei den Maya sind es meistens Männer, weil die Frauen mehr für den gynäkologischen Bereich zuständig sind. Die Schamanen der Maya heißen Menob. Das ist aus dem Wort Men, das ist machen. Die Schamanen sind die Macher, die Möglichmacher, die es einem ermöglichen, gesund zu werden, glücklich zu leben und in Frieden mit Familie und Gemeinschaft zu existieren. Nun ist es so, wenn der Patient oder Klient, der zum Schamanen geht, zum Men, dann sagt er, ich habe dies und jenes Problem, kannst du mir helfen? Dann setzt sich der Schamane auf einen Holzschemel. Ich zeige das mal ganz kurz. In der Stellung sitzt er, nimmt eine Handvoll der Samen der Edelsteinkordel und schluckt sie und wartet dann ungefähr eine halbe Stunde, weil dann kann er sehen. Dann sieht er das Problem des Klienten. Sie müssen sich das so vorstellen: Sie gehen zum Arzt und erzählen, ich habe ein Problem. Der Arzt sagt: Moment, ich muss erst mal ein paar Trips einwerfen. Das Wichtigste in der schamanischen Behandlung mit entheogenen oder psychoaktiven Pflanzen ist die Einnahme des Heilers. Wenn man Glück hat, kriegt man als Patient ein bisschen was ab, was notwendig sein kann. Nun, wenn der Schamane da sitzt, der sitzt da und macht die Augen zu und wartet darauf, dass sein Bewusstsein aus dem Körper tritt, die Gestalt eines Jaguars annimmt, in die Höhle des Jaguargottes, Yuntsil Balam, reist und den Jaguargott fragt: Sag mal, warum geht es meinem Klienten so schlecht? Nun, vorerst muss ich noch sagen,
Jaguare sind keine Kannibalen, deswegen muss der Schamane die Gestalt des Jaguars annehmen, damit er nicht von dem Jaguar gefressen wird. Dann sagt der Jaguargott oder der Yunzil Balam sagt dann zu dem Schamanen: Dein Klient oder dein Patient hat bei der Feldarbeit aus Versehen einen heiligen Baum, einen Mahagonibaum, geschlagen. Dafür muss er büßen. Deswegen habe ich ihm einen Teil seiner Seele genommen. Die Maya sagen, wir haben mehrere Seelen. Eine Seele im Herzen und jeweils eine Seele an den vier Pulsstellen. Und wenn der Jaguargott einen Teil dieser Seele des Kranken hat, in seinen Klauen hält, dann sagt der Schamane: Ich verspreche dir, dass ich mit diesem Menschen reden werde. Ich werde ihn zur Raison bringen. Ich werde ihn über seinen Fehler, den er nicht bewusst gemacht hat, aufklären. Ich werde ihn darauf hinweisen, dass er nie wieder einen Mahagonibaum schlägt. Und bitte gib mir dieses Stück Seele zurück, sodass ich es dem Kranken wieder in den Körper bringen kann. Meistens sagt der Jaguargott: Oh ja, schön gesprochen. Okay, versuchen wir es mal. Ich gebe ihm eine Chance. Dann nimmt der Schamane in Jaguargestalt, fliegt zurück in seinen Körper, macht die Augen auf, setzt das Seelenteil dem Kranken ein und der sieht plötzlich wieder wunderbar aus. Das ist jetzt keine Comicgeschichte, sondern das habe ich also mehrfach erlebt. Es ist erstaunlich, wenn man mit Schamanen längere Zeit verbringt, dann bekommt man einen ganz anderen Eindruck von der Welt. Vielleicht den Eindruck, der so ist, wie wir in einem mystischen Zustand erleben können. Das Gleiche, ich habe jetzt kein Bild davon, aber das möchte ich an dieser Stelle sagen. Manche Schamanen der Maya benutzen nicht die Samen der Winde, sondern die benutzen die Samen des Stechapfels, der Datura. Der Stechapfel heißt im Maya Stochku. Das setzt sich zusammen aus Sch, das ist ein Präfix für etwas Lebendiges. Toch ist die Richtung, die Direktion. Und Ku ist Gott, ein Gott, mehrere Götter, Göttin, das Göttliche, das Wesen in Richtung der Götter. Davon nehmen die 30 Samen. Ich bitte jeden Anwesenden in diesem Raum, das nicht nachzumachen. Denn ist auch, was jeder Maya-Schamane sagen würde. Es gibt so viele schöne Rauschmittel, an denen ihr Freude und Glück haben könnt. Aber der Stechapfel ist eine Pflanze der Schamanen, die gemeistert werden muss. Denn Datura enthält Tropanalkaloide, die extreme, wahre Halluzinationen, delirante Zustände, Halluzinosen erzeugen können. Die können 3 Tage, 3 Wochen dauern. Man weiß nicht mehr, was man tut. Wer kein Schamane ist, wird delirant. Der Schamane hat durch den Jaguargott die Kraft, diese Pflanzenmacht des Deliriums, der wahren Halluzination zu transformieren in Einblicke in die geheimen inneren Strukturen der Lebenswelt des betroffenen Patienten. Es ist ein sehr heftiger Prozess. Die Schamanen nehmen lieber die Edelsteinkordel als die Datura. Aber in harten Fällen nehmen sie die Datura. Aber haben in ihrer gesamten Geschichte, in der gesamten Geschichte der Maya bis heute, gibt es keinen Fall, dass jemand aus Versehen Datura genommen hat oder genommen hat, weil sie denkt: Oh ja, Datura turnt, klinke ich mal ein und flippt aus, hängt 3 Tage irgendwo im Lazarett oder sonst wo rum. Es gibt keinen Unfall mit Datura in einer Kultur, die das als göttliches Wesen, als Wesen in Richtung des Göttlichen, genutzt von Schamanen, von den Menschen, die eine besondere Begabung haben. Die kann niemand von uns erlernen. Niemand kann Schamane werden. Man wird durch den Jaguargott dazu berufen. Manchmal sehr dramatisch. Man übernachtet im Dschungel, der Jaguar kommt und haut einem die Pranke in die Brust. Dann ist es klar, dass man Schamane wird, wenn man das überlebt.
Und ein Schamane zu sein, ist auch kein Spaß. Das ist, auf Deutsch gesagt, ein Scheißjob. Man muss immer für jeden Menschen, egal welcher Kultur, welchen Geschlechts, welchen Alters, zur Verfügung stehen. Man muss dem Jaguar-Gott schwören, das Talent, was ich habe, diese Kräfte, die ich durch dich bekomme, nutze ich ausschließlich dafür, den Menschen Hilfe zu bringen. Und jeder Mensch, der kommt und mich fragt, werde ich behandeln, soweit es in meinen Kräften ist. Das gilt jetzt nicht nur für die Jaguar-Schamanen der Maya, das gilt für alle Schamanen der Welt. Man darf gerne zu ihnen gehen. Was sie niemals machen sollten, ist so zu tun, als wenn man krank ist, damit man in Kontakt kommt. Das merkt jeder sofort. Wenn man ein wirkliches Problem hat, das wirkliche Problem kann auch ganz schön sein, dass man nämlich gerne spirituell wachsen möchte. Das muss man nur dem Schaman sagen. Man muss dem Schaman sagen, was man möchte. Und dann bekommt man auch etwas von diesen Pflanzen und man wird von dem Schaman durch diese Welten geleitet. Das sind nochmal die Samen, aber das überspringe ich jetzt. Das ist noch etwas für Mexiko-Touristen. Wer mal nach Mexiko reist, auf die Halbinsel Yucatan, dort kommt die Edelsteinkordel, die Stabentum, in Riesenmassen vor. Und diese Pflanze hat ja sehr, sehr viele Blüten. Diese Blüten produzieren einen psychoaktiven Nektar. Daraus machen die stachellosen einheimischen Bienen einen Honig, der eine unglaubliche Wirkung hat. Es ist so, als wenn dieser Honig das Raffinement der Mutterkornalkaloide zum Guten ist, zum Positiven. Und aus diesem Honig wird ein Trank gebraut. Da kommt normalerweise noch die Rinde von dem Balche genannten Baum hinzu. Der enthält Kavain-ähnliche Moleküle. Und dieser Trank ist dazu da, damit alle Leute der Gemeinschaft gemeinsam berauscht in die Welt, in die Wirklichkeit der Mythen zu reisen. Und da dieser Honig so köstlich ist und auf eine so liebevolle Weise berauscht, hat man in Yucatan angefangen, daraus ein Likör herzustellen, der heißt Stabentum. Wenn man davon ein Gläschen trinkt, wird man sofort merken, das hat nichts mit Eierlikör zu tun. Das ist was anderes. Das ist ein göttlicher Likör, der einem die kosmische Nabelschnur sichtbar macht. Nun hier ein Bild aus der klassischen Maya-Zeit. Für die Maya und für alle Indianervölker, die in den tropischen Wäldern Mittel- und Südamerikas leben, ist der Jaguar das zentrale schamanische Wesen überhaupt. Der Jaguar gehört nicht zu den Tieren, er gehört nicht zu den Menschen, er gehört nicht zu den Pflanzen. Der Jaguar ist der Schamane an sich. Deswegen verwandeln sich die Schamanen in den Regenwäldern Mittel-Südamerikas in den Jaguar und wie man hier sieht, tanzen sie mit den Pflanzen, durch die sie in diese anderen Welten, in diese anderen Zustände, die nützlich und heilsam sein können, Zutritt bekommen. Das ist eine weitere Winde. Ich zeige hier mehrere Windenarten, denn in den verschiedenen Winden, das ist die Familie Convolvulaceae, gibt es eine Reihe von LSD-ähnlichen Substanzen. Und eine Arbeitshypothese in unserer Forschungsgruppe ist eben die, dass wir noch nicht genug Winden getestet haben, um tatsächlich das Lysergsäure-Diethylamid und nicht nur das Lysergsäure-Amid darin zu finden. Die Erfahrungen mit diesen Winden sind sehr unterschiedlich. Ich treffe Leute, die sagen mir, du bist wahnsinnig, du hast geschrieben, man soll 180 Samen nehmen. Dann sage ich, ja, und? Ja, ich habe 3 genommen und bin fast ausgeflippt. Dann meine ich, ja, weißt du auch, welche Pflanze das war? Naja, irgend so eine Winde. Na, also damit kann man nicht umgehen. Wir brauchen kontrollierte, überwachte Versuche, wo wir die schamanisch genutzten Zauberdrogen aus den Windengewächsen
testen können. Wir müssen sie chemisch analysieren, wir müssen Bioassays machen, das heißt die Hefter-Methode, ich nenne sie eigentlich lieber die Hoffmann-Methode, immer jede Fraktion nach dem Trennen der Substanzen trinken und abwarten. So hat er das Psilocybin gefunden. Ich weiß nicht, ob die Geschichte allgemein bekannt ist, aber das einzige Forschungsobjekt oder Subjekt, was Auskunft über die Psychoaktivität einer Pflanze geben kann, ist der Mensch. Wir können nicht von einer Ratte auf den Menschen schließen, auch wenn uns die Schulmedizin das vorgaukelt. Aber wer sich dafür interessiert, botanisch ist es ein Chaos, sich mit den Windengewächsen zu beschäftigen. Die Identifizierung der einzelnen Arten, der möglichen Variationen, der möglichen Zuchtvarianten und so weiter ist unendlich. Es erfordert viel, viel Mut, viele Freiwillige und viele ernsthaft interessierte Forscher, um dieser wunderbaren Substanz in der Natur nachzugehen. Wenn man in diese Blüte hineinblickt, sieht man eigentlich, was die Samen dieser Pflanze tun. Sie geben einem göttliches Licht und den Tunnel in die Unendlichkeit. Oh ne, da gehe ich auch mal drüber. Ich hatte vorhin kurz die hawaiianische Babyholzrose oder Hawaiian Woodrose, die einen falschen Namen eigentlich trägt, erwähnt, Argyrea nervosa. Holzrose ist der offizielle deutsche Name dafür. Dieses Hawaiian, wie das zustande gekommen ist, ist mir historisch noch nicht klar geworden, denn die Pflanze stammt aus dem Himalaya-Bereich und aus den anschließenden Regenwäldern und Wäldern von Nordindien. Diese Pflanze ist seit den frühesten schriftlichen Zeugnissen aus der Sanskrit-Kultur bekannt. Sie wird in den frühesten vedischen Schriften genannt als Samudra, Samundraka. Das heißt, die Pflanze des Ozeans, die Pflanze des Milchozeans, aus dem der Göttertrank Soma entstanden ist. Sie haben von dem Quirlen des Urozeans vielleicht gehört. Am Anfang war der Ozean aus Milch und dann wurde er gequirlt und aus diesem Strudel ist das Soma aufgestiegen. Das Mittel, was wir heute als entheogen übersetzen können. Soma ist nicht eine Pflanze, wie Wasson glaubte. Es gibt mindestens 20 Pflanzen, die Soma heißen, die bis heute so heißen, in ähnlichen Formen. Und die Mythologie ist die, dass Shiva, als er das Soma getrunken hat, sind ein paar Tropfen von dem Kelch gespritzt und dort, wo diese Tropfen auf die Erde gekommen sind, sind die ganzen Reisekräuter, die Pflanzen, mit denen die Schamanen und Mystiker in die anderen Welten reisen, sind dadurch entstanden. Die Samen dieser Pflanze werden benutzt. Nun, es gibt Leute, ich bin sicher, einige unter uns haben die Samen schon probiert. Die hatten vielleicht ganz tolle Erfahrungen, einige hatten vielleicht ganz furchtbare Erfahrungen. Ich habe erst kürzlich gehört, jemand hat 3 Samen gegessen und das war tatsächlich die richtige Spezies, also das war botanisch korrekt. Und der ist in ein Delirium verfallen, also in genau den Zustand, den man ja nicht haben möchte. Andere Menschen haben berichtet, sie haben 4 bis 5 Samen davon genommen und sie fühlten sich wie bei 50 bis 70 Mikrogramm LSD. Ich weiß nicht, ob das jedem was sagt. Also es ist ein Unterschied, ob man 10, 20, 50, 70, 100, 250, 500, 600, 800 oder 1000 Mikrogramm nimmt. Das sind verschiedene Dosierungen, die verschiedene Dinge bewirken können und die man wie ein Instrumentarium nutzen kann, soweit man sich traut, dies zu tun. Nun, es gibt auch Leute, die haben also ganze Hände voll dieser Samen gegessen und nichts gespürt. Nun, das alles habe ich der Schamanin, der ich diese Informationen alle verdanke, die heißt Parvati Rai, ist eine Kirati, das ist das älteste Volk Nepals, das niemals zu einem Kult oder zu einer Religion übergegangen ist.
Die haben nur Schamanen und hauptsächlich Frauen, hauptsächlich Schamaninnen. Die haben aber die Götter, die später von den Veden übernommen wurden, die von den Hindus übernommen wurden, die dann in gewisse buddhistische Richtungen übernommen wurden, die kommen alle aus der schamanischen Welt. Und diese Parvati Rai hat gesagt, es ist eine Sache äußerst wichtig, an die wir immer wieder denken müssen. Das Reisekraut funktioniert nur mit dem dazugehörigen Spruch. Und da war ich platt, weil genau das ist die Grundlage der griechischen Medizin. Das Pharmakon wirkt nur zusammen mit dem Logos, mit dem Wort. Denn das Wort, was man zu dem Pharmakon hinzufügt, gibt eine Bewusstseinsprogrammierung, die aus dem möglichen Wirkungsspektrum dieser jeweiligen Substanz den Teil herausfiltert, den man möchte. Das heißt, eigentlich tun auch unsere Ärzte heute das. Wenn sie einem sie geben einem Pillen und sagen einem dazu, das müssen sie dreimal am Tag nehmen. Also pharmakologisch ist es vielleicht völlig egal, ob man das einmal oder fünfmal nimmt oder so. Aber dieses Wort, nehmen Sie es dreimal am Tag, ist eigentlich das, was die Schamanen als den begleitenden Spruch, was die Griechen als das begleitende Logos bezeichnet haben, was angibt, in welche Richtung das Pharmakon seine Wirkung entfaltet. Und in allen Kulturen habe ich seither Parallelen gefunden. Die Verabreichung einer Substanz ist nicht ausreichend. Das damit verbundene Wort, und das ist auch die Ritualanweisung oder das Lied, der Gesang, die heilige Musik oder was auch immer damit verbunden ist, ist Teil der Wirkung. Und das Ganze müsste Ihnen allen bekannt vorkommen, es wird immer von der Theorie von Dosis, Set und Setting gesprochen. Dabei ist es keine Theorie. Dosis, Set und Setting ist eine Formel für den rechten Gebrauch eines Pharmakons, dass man nämlich erstens weiß, was man nimmt, wie viel man davon nimmt, warum, mit welcher Intention man es nimmt, in welchem Zusammenhang, an welchem Ort, an welchem Zeitpunkt man es nimmt. Diese drei Faktoren erst bestimmen oder generieren das, was unter Einfluss dieses Pharmakons möglich wird. Und das ist etwas, wo wir alle schon von gehört haben, was wir Timothy Leary verdanken. Der hat uns diese Formel hinterlassen und ich denke, das ist sein größtes Vermächtnis an uns alle. Denn wer dieser Formel gemäß sich verhält, dürfte eher auf der Sunny Side of Life sein. Wer sich dementsprechend nicht befindet, der landet als halluzinatorischer Delirant in der Klapsmühle. Es gibt immer diese Möglichkeiten. Was uns die Schamanen auch lehren, es gibt keine Horrortrips. Es gibt Erfahrungen, die schmerzhaft sein können, die grausam sein können, die Schrecken, Angst erzeugen. Aber das sind die wertvollen Erfahrungen, denn das sind die Erfahrungen, an denen wir wachsen, an denen wir uns als Mensch messen, durch die wir überhaupt zu Werten kommen können, wie Frieden und Liebe und Zusammenhalt, Zusammengehörigkeit. Erst das, die Begegnung mit dem Schrecken kann aus uns echte Menschen machen. Das unterschreiben praktisch alle Schamanen und Schamanen, die ich in 30 Jahren getroffen habe. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Und deswegen habe ich dem auch jetzt so einen breiten Platz gegeben. Hier nochmal ein paar Bilder, ich weiß nicht, das geht bitte schärfer. Ah ja. Die Argyrea nervosa, die ich für eine der Pflanzen halte, die wir pharmakognostisch genauer untersuchen sollten. Es gibt außerdem eine Reihe verwandter Argyrea species,
die auch alle Mutterkornalkaloide enthalten, die eben diese ozeanische Frucht der Reisekräuter, der Schamanen im Himalaya ist, die rankt sich hoch an Bäumen und gibt damit genau das Bild dieser kosmischen Nabelschnur, denn das ist auch universell, die am Weltenbaum aufwindet, um sich dort zu entfalten, dass die Blüten des Bewusstseins der Menschen, die diesen Weg betreten, aufgehen, erblühen. Dieses Foto habe ich in Thailand gemacht, wo die Pflanze auch vorkommt, und ich war ungeheuer beeindruckt davon, dass das bevorzugte Klettergerüst dieser Winde eine Pinie ist, also ein Baum, der weltweit als schamanischer Baum eine hohe Reputation genießt. Das ist das Blatt der Holzrose, der Aguirreja nervosa. Und für diejenigen, die sich vielleicht mit Paracelsus und so weiter beschäftigt haben, man erkennt an der Form, an der Gestalt der Pflanze deren Anwendungsbereich. Und genau das tun die Schamanen in Nepal, sagen, das ist eine Pflanze für das Herz. Das Herz ist eins der drei Zentren. In dem nepalesischen Schamanismus ist die Chakra-Lehre entstanden. Die kommt nicht aus dem Hinduismus, sie ist viel älter, sie ist von den Schamanen. Wie viele Chakren es gibt, da gibt es jetzt tausend Unterschiede. Die drei wichtigen sind das Sexualchakra, das Herzchakra und das Kopfchakra. Denn die schamanische Kraft, die Heilkraft und die reproduktive Kraft heißt Shakti, ist weiblich und aktiv. Die entsteht im Sexualzentrum und dort macht sie uns sexual bereit. Wenn wir die Energie dort halten, dann haben wir Lust auf Sex. Das kann spirituell sein, das kann reproduktiv sein, wie auch immer man möchte. Aber man kann diese Energie, die im Sexualzentrum entsteht, aufsteigen lassen in Form von einer Schlange, von einer spirituellen Schlange, einer geistigen Schlange, die man sieht. Wenn diese Sexualenergie das Herz erreicht, öffnet sich das Herz und die Sexualenergie verwandelt sich in Liebesenergie. Und dieses ist die Energie, mit der wir Frieden mit uns selbst, mit unseren Nächsten und so weiter machen. Und das ist auch die Energie, mit denen die Schamanen heilen. Eine nepalesische Schamanin hat einmal gesagt, Schamanismus ist angewandte Liebe. Nun, die Energie, die im Herzen sich öffnet, kann man weiter aufsteigen lassen bis in den Kopf. Und dann wird aus der Liebe die Erkenntnis. Und das sind die drei Zentren, die für unser Dasein nach schamanischer Sicht die wichtigsten sind. Und wir dürfen nicht eins davon abtrennen. Wer das Sexualchakra von sich weist, wird niemals die Liebe und die Erkenntnis haben, aus schamanischer Sicht. Ich bin kein Priester, by the way. Aber diese Pflanze, dieses Blatt, dieses Herzblatt ist das, wozu es dienen soll. Die Pflanze soll im Menschen das erzeugen, was wir als Liebesenergie empfinden können. Denn das ist der Ursprung der Selbstheilung, der sozialen und gesellschaftlichen und kulturellen Heilung. Nun, diese Winde, die es eben im Himalaya und auch in Teilen Südostasiens und Hawaii neuerdings gibt, hat natürlich Verwandte. Das ist eine verwandte Art aus Amazonien. Das ist Ipomoea carnea, die ebenfalls Mutterkornalkaloide enthält und die von den amazonischen Schamanen meistens Toé genannt wird. Nun werden manche sofort sagen, nein, Toé ist aber die Brugmansia, die Engelstrompete. Richtig. Wenn man als Schamane das Wort Toé benutzt, dann bezeichnet man eine besondere Art von Pflanzengeist, der manifest in verschiedenen Pflanzen ist. Das heißt, in verschiedenen Arten der Brugmansia oder Baum der Tura, wie auch in dieser Winde.
Und diese Winde, die setzt man dem Ayahuasca-Trank zu, da komme ich gleich noch drauf, kurz zu sprechen, für die ganz harten Fälle. Wer also mit normaler Ayahuasca mit 7 oder 35 Sitzungen noch nicht im DMT-Universum angekommen ist, der kriegt so eine Pflanze drunter gemischt. Das dauert dann nicht 4 Stunden, sondern 2 Tage. Und da wird man an jede Grenze kommen und jede Grenze überschreiten. Aber das auch wiederum nur unter Aufsicht eines Schamanen. Aber in Amazonien sind die Schamanen sehr nett, meistens. Wenn man als Europäer kommt und sagt, ich möchte etwas lernen oder ich möchte von einem Trauma befreit werden, ich möchte von einer chronischen Krankheit befreit werden, dann sagt der Schamane, du musst mir die Erlaubnis geben, dich zu behandeln, weil ich in dich eingreifen muss. Das kann ich nicht tun ohne dein Einverständnis. Deswegen für alle Anwesenden hier ein Tipp. Gehen Sie nicht nach Amazonien zum Schamanen und denken, ja, der muss doch wissen, was ich habe. Weil wenn man ihm es nicht sagt und ihm nicht die Erlaubnis gibt, wird er auch nichts tun. Er sieht dann, oh, der arme Kerl oder die arme Frau hat ein großes Problem, aber ich habe nicht die Erlaubnis, das zu behandeln. Deswegen vor der Ayahuasca-Session sagen, was man will. Das bekommt man. Nun, Ayahuasca ist, die Dias sind immer so ein bisschen unscharf. Oder sieht das von hier nur unscharf aus? Nein. Ayahuasca ist ja vielen ein Begriff. Das ist in meiner Einschätzung nach 30 Jahren Forschung schamanischer Medizin für mich das Heilmittel Nummer eins. Ich kenne nichts Heilsameres als Ayahuasca. Und jeder Mensch in Amazonien wird dem beipflichten. Und jeder Schamane in Amazonien sagt, ich bin gar nicht der Schamane. Ayahuasca ist der Schamane. Und dieser Schamane, Ayahuasca, besteht aus 2 Pflanzen, die 2 Inhaltsstoffe enthalten. Aus einer Liane, die zeige ich gleich noch, und aus einem Strauch. In der Liane ist Harmalin und Harmin enthalten. Das ist ein Beta-Carbolin mit mao-hemmender Wirkung. Das heißt, wenn man diesen Stoff zu sich nimmt, werden tryptaminartige Substanzen, die von außen dem Körper zugefügt werden, nicht abgebaut. Wir brauchen Mao, das ist nicht Mao Zedong, sondern Monoaminooxidase, damit wir Schweizer Käse essen können, ohne tot umzufallen. Denn darin ist Tyramin enthalten, das ist ein hochtoxisches Tryptamin, was von Mao abgebaut wird. Deswegen vor und nach Ayahuasca keinen stinkenden Käse essen, das kann lebensgefährlich werden. Aber das Harmin und Harmalin braucht man, damit das DMT, der eigentliche psychedelische Wirkstoff der Ayahuasca, wirksam werden kann. Hier habe ich ein Foto, der Fotograf ist unter uns. Ich habe die Erlaubnis, dieses Bild zu zeigen. Das sind pure DMT-Kristalle. Das sind keine Quarzstufen aus Brasilien. Das ist reines DMT, kristallisiert in mehreren Zentimeter Länge. Das ist der Hauptwirkstoff. Wenn wir Harmin oder Harmalin zu uns genommen haben und nehmen dann DMT, wird das DMT nicht durch Mao abgebaut, sondern wird oral wirksam. Das geschieht unterschiedlich schnell. Menschen haben unterschiedlich hohe Niveaus von Mao-Hämmern. Ich selbst habe sehr wenig Mao-Hämmer in meinem System, deswegen kann ich das DMT so trinken und erleben. Aber manche haben sehr, sehr viele Mao-Hämmer und die brauchen ganz viel Harmalin und müssen ganz viel kotzen, leider. Nun, das ist die Liane, die heißt Ayahuasca. Das ist botanisch Banisteriopsis carpi, eine Malpighiaceae, ein Liangewächs, wird 60 bis 100 Meter hoch, ist ein unglaublich aggressives, jetzt im botanischen Sinne aggressives, also einnehmendes Gewächs. Wenn man das einmal im Garten hat, dann ist nach 2 Jahren der ganze Garten ein Ayahuasca-Wald. Es sei denn, man lebt in Norddeutschland, da funktioniert das nicht, aber in Italien, Spanien, auf den Kanarischen Inseln ist das möglich.
Das Wort Ayahuasca ist aus der Quechua-Sprache. Das ist die Sprache, die heute noch die Landes- und Staatssprache von Peru ist und jetzt auch zur Landes- und Staatssprache von Bolivien wird, was schon zur Zeit der Inka-Herrscher die Landessprache war. Das Wort Ayahuasca bedeutet Verschiedenes. Huasca ist immer die Liane. Aya hat ein sehr breites Bedeutungsfeld. Es kann bedeuten Tod, es kann bedeuten Seele, es kann bedeuten Erkenntnis, es kann bedeuten Ahne und Erinnerung. Deswegen spricht man von der Seelenranke oder von der Liane des Todes und so weiter. In manchen deutschen Büchern, die aus dem Englischen übersetzt sind, steht manchmal Ayahuasca-Wein. Die übersetzen das englische Wein als deutsch Wein. Das stimmt natürlich nicht. Nein, denn das ist kein Wein, der da hergestellt wird. Es enthält keinen Alkohol, sondern nur Beta-Carboline und Tryptamine. Das ist die Pflanze, die zugesetzt wird. Ach so, was ich noch vergessen habe, die Ayahuasca-Liane wird in der schamanischen Wahrnehmung und Mythologie als Anaconda betrachtet. Und diese Pflanze, die das DMT liefert, ist Psychotria viridis oder auch Chacruna, die ist die Jaguarpflanze. Das DMT ist der Jaguar, das Harmalin ist die Anaconda. Und beides zusammen reinigt den Körper, entgiftet ihn und öffnet den Geist für die Wunder der Welt, für die Wesen des Waldes. Man darf nicht beim ersten Mal Ayahuasca trinken erwarten, dass man Jaguare und Schlangen sieht. Manche mussten 300 Mal das trinken, bis sie es erlebt haben, bei manchen beim ersten Mal. Man darf gar nichts erwarten. Man darf nur erwarten, dass es einem irgendwie irgendwas bringt. Was auch immer das sei, wird sich manchmal erst Jahre später herausstellen. Es ist auf jeden Fall so, dass Ayahuasca bei jedem Menschen wirkt. In ganz Amazonien ist kein einziger Fall bekannt, dass jemand durch Ayahuasca gestorben oder zu Schaden gekommen ist. Jeder Ayahuasquero schwört darauf. Einer meiner besten Freunde von den Shipibo-Indianern, der ist seit 35 Jahren Schamane und nimmt seit 35 Jahren jede Nacht 5-mal in der Woche Ayahuasca, und zwar die doppelte Menge wie jeder Patient. Denn nur der Schamane, der sehen kann durch Ayahuasca, kann auch in dem Patienten, der auf Ayahuasca ist, etwas bewirken. Und das wird mit Gesängen und mit Düften getan. Hier ist ein Kessel, nicht Harry Potters, sondern ein, ich glaube, ein Kofan-Schamane aus Kolumbien. Das ist die berühmte braune Brühe. Mancher wird bei dem Anblick dieses Saftes schon üble Gefühle erinnern. Es schmeckt grauenhaft. Man hat das Gefühl, das darf nicht wahr sein. Man trinkt es, es ist so bitter, dagegen ist alle Bitternis nichts. Es schmeckt so merkwürdig und macht so übel, dass man denkt, man kriegt es nicht runter. Aber wenn man einmal die volle Wirkung erlebt hat, wenn einmal die DMT-Tsunami in die Vision eingetaucht ist, dann wird man diesen Geschmack lieben lernen. Nun, die Shipibo-Kultur, die es in Peru, im peruanischen Amazonasgebiet, im Ucayali-Gebiet, das ist der Hauptzufluss zum Amazonas, an der Laguna Yarinacocha. Dort leben Shipibo-Indianer, ungefähr 20.000, 30.000 Stück. Das ist einer der wenigen Stämme, die wirklich intakten Schamanismus haben, die eine intakte Sozialstruktur haben, die eine lebendige Mythologie haben, die weitestgehend von Missionaren verschont sind, die sehr freundlich Europäern gegenüber sind, die viele meiner Freunde und Freundinnen geheilt haben und die etwas ganz Wunderbares in ihrer Kultur entwickelt haben, nämlich den Ayahuasca-Trank für die Männer und Piripiri für die Frauen. Die Frauen sind die Künstler. Die Frauen sind nicht diejenigen, die da die Nacht über sitzen und stundenlange Gesänge von sich geben,
Die sind die Künstler, die setzen die Visionen der Ayahuasca-Welt in Kunst um, ohne Ayahuasca zu nehmen. Nun, wir haben immer gedacht, wie kann das angehen? Ich sehe diese Muster, die Frauen malen, sehe ich, wenn ich Ayahuasca genommen habe. Wie können die sehen, ohne das genommen zu haben? Nun, die Frauen produzieren gemeinsame Keramiken und überziehen sie alle mit diesen Ayahuasca-Mustern. Diese Muster sind Noten, das sind Gesänge. Das ist ein Notationssystem, was anders ist als unsere Notentranskription. Ein Schamane kann einer Frau ein Lied vorsingen und die setzt es in diese Muster um. Wenn der Schamane eine spezielle Vision hatte, die für den Stamm oder für eine Heilung von Bedeutung war, dann setzt er sich neben die Frau, singt und sie zeichnet und schreibt, sie transkribiert diese Musik. Die Frauen machen manchmal große Bierbottiche, die sind größer als sie selbst. Da arbeiten sie zu dritt dran. Drei Frauen stehen drumherum und sie fangen an, ein Lied zu singen und malen das und wandern drumherum, ohne sich zu sehen, und treffen sich perfekt an dem Punkt. Nun, wie kommen die Frauen dazu, diese synästhetische Umsetzung des schamanischen Ayahuasca-Erlebens in diese Muster, die gleichzeitig optisch erlebt und akustisch gehört werden. Wie kommen die Frauen dazu? Hier ein anderes Beispiel. Wie kommen diese Frauen dazu? Und vor einigen Jahren hatte ich die Chance, da war ich mit meiner Frau Claudia Müller-Ebeling zusammen dort. Es ist immer gut, wenn man mit Frauen und Männern Forschung betreibt, wenn man auch ein Paar ist. Es ist zwar nicht so gut für das Sprachenlernen, aber da haben wir so wunderbare Zeiten gehabt, wunderbare Ayahuasca-Nächte am Amazonas mit den Kurelen der Frösche und Insekten und so, traumhaft. Und dann hat uns... Nein, das kommt immer noch nicht. Ach, das, ich muss nochmal zurück. Dann hat uns eine dieser Frauen erzählt, gesagt, ihr habt jetzt so viel Ayahuasca-Erfahrung, ihr interessiert euch so sehr dafür, ihr liebt die Pflanzen und alles, jetzt verrate ich euch, was wir machen. Mir gingen die Haare zu Berge und sie sagte, wenn wir Mädchen gebären, ist das Erste, was passiert, bevor sie an die Brust gelegt werden, bekommen sie einen wässrigen Auszug aus der Piripiri-Pflanze als Augentropfen in die Augen, damit sie beginnen, die Muster der Welt, die die Welt im Innersten zusammenhält, zu sehen. Alle paar Tage wird die Dosis der Augentropfen gesteigert. Je älter das Mädchen wird, desto mehr wird die Dosis der Augentropfen gesteigert, bis sie es dann trinken. Und die Mädchen lernen, dieselben Muster zu sehen, zu erkennen und zu reproduzieren wie die Männer mit dem Ayahuasca. Und das sind diese Muster. Und das ist das Gras, aus dem diese psychedelischen Augentropfen hergestellt werden. Das ist ein Gras aus der ein Zypergras, Cyperus species. Die Spezies ist bisher botanisch nicht bestimmt. Höchstwahrscheinlich ist diese Pflanze lebt in Gemeinschaft mit verschiedenen Pilzen, die als Stoffwechselprodukte Mutterkornalkaloide produzieren. Das wissen wir alles. Wir haben verschiedene Anwendungen. Es gibt manche Gräser, die werden auch gynäkologisch zur sanften Geburt benutzt. Aber dieses Gras ist das, was die Frauen sehend macht für das, was die Männer durch Ayahuasca erleben. Für mich das größte Mysterium, was ich in meiner wissenschaftlichen Laufbahn angetroffen habe, und es ist heute das erste Mal, dass ich darüber öffentlich berichte, und ich tue es aus Anlass dieses Kongresses und deswegen, weil ich glaube, wir könnten in einem dieser Piripiri-Gräser das finden, wonach wir suchen, nämlich LSD als Naturstoff.
Das ist das letzte Bild, was ich zeige, und das soll Hoffnung machen. Das ist ein Teil meiner ethnobotanischen Sammlung. In der mittleren Reihe, das dritte von links, ist eine andere Frucht, die heißt Kabalonga. Die ist botanisch nicht bestimmbar. Es gibt einige Menschen, die den Baum kennen oder den Strauch. Es ist nicht klar, was es ist. Die Früchte werden von den Ayahuasqueros benutzt. Ich habe einige echte bekommen, die werden sehr teuer gehandelt, sind äußerst wertvoll. Und daraus werden schamanische Tränke gemacht, wo es immer heißt, die wirken wie Ayahuasca. Ich habe, als ich die erste Frucht genommen habe, mit einem Schweizer Messerli natürlich, ein Stück abgeschnitten, es mir unter die Zunge gelegt, 10 Minuten gewartet und dachte, ich habe mindestens 30 Mikrogramm LSD genommen. Und das ist meine größte Hoffnung, diese Frucht und dieses Gras. Es gibt einige Leute unter uns, die, mit denen ich darüber schon korrespondiert habe. Wir müssen am Ball bleiben, denn diese Dinge können wunderbare Stoffe uns zur Verfügung stellen, mit denen wir uns in einer Zeit der Globalisierung mit den Schamanen und Schamaninnen dieser Welt verbinden können, die uns helfen, uns an unsere schamanischen Ursprünge zu erinnern und daran zu erinnern, dass die Heilkraft die Liebe ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich möchte noch zwei technische Ansagen machen. Ich wurde gebeten, heute am späteren Nachmittag Frage und Antwort zu stehen. Gebt mir bitte eine halbe Stunde Pause, dann bin ich unten im Forum und stehe zur Verfügung. Das Zweite ist, wir werden morgen Abend hier ein wundervolles Konzert, was nicht auf dem Programm steht, erleben. Es wird Guru Guru spielen. Und zwar in der besten Besetzung seit 35 Jahren. Und für diesen Event hat Mani Neumeier mir versprochen, Sie studieren den LSD-Marsch ein, der vor 35 Jahren auf der LP UFO erschienen ist, niemals live aufgeführt wurde. Er wird morgen Abend hier live zum ersten Mal zu hören sein. Ich werde das noch weiter sagen. Auch die Englischsprecher brauchen keine Angst zu haben. Ich werde die Ansagen auch auf Englisch tun. Herzlichen Dank, viel Spaß, viel Freude und Glück.